Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Chaka! Es geht mir von Tag zu Tag immer besser und besser und besser. Und besser und besser und besser. I am a love magnet. I am a card magnet. Leute, guckt ihr auch Dschungelcamp? Ich bin leider, ich bin diesem Dschungelcamp-Wahn verfallen und was da momentan passiert, das ist ja wirklich. Guck mal, so ungefähr kommt mir das vor, wie die zwei dann. Ja, yippie, juhu, es geht mir besser und besser. Ja. Also diese Morning-Routine da, alter Vater, da frage ich mich, was hat der sich denn da irgendwo reingepfiffen? Haben die da bei dem auch wirklich alles untersucht, ob der. Was der eventuell da irgendwo in irgendeiner Ritze noch mit in den Dschungel mitgenommen haben könnte. Und die anderen machen alle mit. Alter Vater! Ey, crazy! Ja, sorry, eigentlich wollte ich ja hier zum Spiel kommen. Also gut, okay, ja, also wir schauen jetzt mal in den heutigen Shop rein. ich bin total begeistert. Ich könnte mich fortschmeißen. So, wir haben den. Oh, und es wird besser und besser und besser. Jetzt haben wir den Mythic Quagmire in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Ja. Oh Gott, 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 ist das schrecklich. So, hier nach wie vor den Mythic Bob für diejenigen, die ihn immer noch nicht ganz zusammen haben. Jetzt Leute, paid rein. Also was heißt paid rein? Ich will ja gar nicht, dass ihr rein paid, aber sammelt und dann holt euch das Ding. Hier die Paintings Box. Fry's Painting, Mutilated Therapy Dolls, Arc Sketch, Trauriger Clown, McGriffin und Philip J. Fry. Ist eine relativ gute Box. Und da ist die neue, die Sad Clown Box. Schauen wir mal rein. Da ist die neue Box. Und die ist besser und besser. Und nö, ist sie eigentlich nicht. Aber die ist also auf jeden Fall auch ganz okay, sage ich mal, weil die meisten Karten davon oder die ein oder andere Karte davon werdet ihr bereits haben. Ein Bender ist ja auch ganz cool. Und ja, gut, Linda Belcher jetzt nicht so unbedingt. Aber ja. 2 Tage, 17 Stunden ist jetzt diese Set Clown Box am Start. Und dann gehen wir mal in die Meisterschaft. Und jetzt muss ich das nächste. Also, sorry, es tut mir leid. Dschungelcamp ist schuld. Ja, es tut mir echt leid. Ich bin da. Das ist für mich, das hat sich wie. Danke für diese schöne Karte. Danke für diesen schönen Bill. Danke, dass ihr ihn für 500 Gems habt und ich ihn nicht kaufen kann. So. Scheißdreck. So, mega geil. Highschool Bill. Ja, hier jetzt aktuell am Start. Aber ja, Leute. Ja, Highschool Bill. Also, ich muss jetzt mal gucken hier. Wo hab ich denn den jetzt überhaupt? Da ist das. Jetzt muss ich mal gucken, hat das überhaupt hier alles so Highschool Bill und so. Highschool Bill und so. Muss ich erstmal schauen, bin ich überhaupt im richtigen und so. Da ist es und dann muss ich jetzt erstmal gucken, hat das überhaupt funktioniert? Jawohl! Hey, es hat mal auf Anhieb geklappt. So, hier ist der Highschool Bill und wenn wir jetzt da runter gehen zum Bill Daughtry und den jetzt mal maxen, dann versteht ihr, warum ich so am Rad drehe, wenn ich diese Combo sehe. Die ist halt nämlich wirklich mega krank. Ist eine der stärksten Combos, wenn nicht sogar die stärkste Combo des ganzen Spiels. Ja. Hier schaut euch das an. Hier mit Henry Haverdibater macht das Ding schon alleine 50. Im First Hit hat eine 20er Mauer und 17-fach Craze. Ja, was willst du denn dazu sagen? Ja, sorry, aber das ist. Also, wenn wir jetzt da noch 10% draufrechnen, dann bist du schon bei 23 Punch und bei 32 Angriff. Dann bist du schon bei 55 im First Hit.
Ja. Und das ist crazy. Das ist re really, really crazy shit, ja. Also, boah, hier auch. 49 mit Dr. Banjo, ja. Mein lieber Scholli. Also Bill Daugherty. Hier, oh, mit Neil Goldman. Ui, Tiffy. Hier hat er sogar dann 3 und 5. Ah, das ist gar nicht mal so viel mehr, ne? Das sind 53. Ja. Aber kranke Karte. Und das, also ich sag mal so, es gibt wenige Karten, wo ich überhaupt mal darüber nachdenken würde, eventuell tatsächlich 500 Gems zu investieren, wenn es eine Karte ist. Ja. Ich meine, okay, ich habe jetzt den Bill nicht maxed. Ja, das, wenn ich den hätte, wenn ich den maxed hätte, wär ich oberglücklich, ja. Aber ich sag mal so, das ist halt wirklich eine der wenigen Karten, wo ich sage, okay, hier könnte man tatsächlich mal darüber nachdenken. Danke für diese schöne Karte. Sorry für den kurzen Ausraster. Ich muss wieder mal Medikamente nehmen, sonst drehe ich total durch. So, ja. Bill Daugherty hier mit dem Highschool. Also der Highschool-Bill ist halt mega geil, ne? Ich muss den jetzt wegmachen. Ich muss den wegmachen, sonst drehe ich hier noch total durch. Danke. Sonst drehe ich total durch. Ich kann es halt nicht ändern. Ja, ich muss den wegmachen. So, okay. Weg. Weg mit dem Bill Daugherty. Und jetzt erstmal wieder ganz dezent mal wieder runterkommen. Ja, weil das nächste bringt einen dann wieder auf den Boden der Realität zurück. Das ist eben Mommy-Mumie. Die Mommy-Mumie. Also, ich spiele ja gerne Tina, aber das ist nun mal eine der Kombos, die jetzt bei der Tina, also ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich die überhaupt jemals gespielt habe. Glaub vielleicht ein oder zweimal, um tatsächlich dann noch die Karte zu retten. Aber, das ist halt mega Scharott, ne? So, jetzt sind wir auch schon wieder am Boden der Tatsachen. Hier haben wir jetzt die Mommy-Mumie. Na, danke für diese Schrott-Kombo. Danke, dass ich den Scheiß nicht brauche. So, ich bin ganz glücklich, muss ich sagen, dass wir die jetzt nicht haben. Also, dass das keine gute Kombo ist, weil sonst würde ich nämlich heute total durchdrehen, weißt du? So, also die machen wir jetzt mal ganz schnell wieder weg. Und dann gehen wir rüber zur nächsten Kombo. Das ist eine Kombo, ehrlich gesagt, da fand ich ja, die fand ich ja so von der Optik her wirklich ganz witzig. Ja? Muss ich ja echt sagen. Also ich kritisiere ja immer und immer wieder den Klaus Heisler, ja, den kritisiere ich die ganze Zeit, ja, den Fisch im Glas. Aber ja, aber der Kawaii Klaus, das sieht halt schon wirklich schön aus, ne? Ich mir den anguckt, da. Der ist ja auch gar nicht mal so schlecht, ja. Der ist halt ein Defensiver. Und da, ja, guck dir das an. Da hast du eine Bombe und das motivieren. Und wenn du das hier mal gemaxt hast, dann ist das schon ganz schön effektiv. Dann hast du nämlich ja tatsächlich über 30 Schaden nach rechts und nach links. Und mit Bora heilst du noch alle deine anderen Karten. Na, ja, so. Der Kawaii Klaus. Also, wenn irgendjemand den Klaus spielt, ich meine, ich kenne Einzelne, die den Klaus lieben und den Klaus auch immer wieder spielen werden. Ich denke, also 10% werden sich hier wahrscheinlich jetzt nicht, ja gut, er hat halt, da kommt dann halt einiges an Leben mit hinzu, aber wegen einem Motivierenpunkt und eventuell zwei Bombepunkten, eventuell einem alle heilen Burger, ist halt schon echt schade. Das sind halt alles so Werte, weißt du, wo es jetzt nicht ganz so viel bringt. Ne? Er auch 11 Angriff, dann hast du halt 12 Angriff. Ja? Okay, bei der Lebensanzahl, da würde sich dann halt schon einiges ändern. Da wär's nämlich bei 103. Ja, und da sieht die Sache dann schon ein bisschen anders aus, ja, aber ja,
Ja, die Klaus-Spiele, die lassen sich sowieso nichts sagen. Die spielen den Klaus weiter. Die kriege ich auch davon immer weg, von dem Fisch da im Glas. Deswegen, ihr müsst es selber wissen, ob ihr das. Also, es ist eine gute Kombo, definitiv. Ich glaube, bis auf die Lebensanzeige, dass es sich nicht lohnt, jetzt hier da die 1000 Steine da zu investieren, weil du eben immer nur einen Punkt mit hinzubekommst, bis auf die Lebensanzeige. Aber ich kann es auch verstehen, wenn jemand den Klaus spielt und diese Combo sich holt. Also insofern müsst selbst wissen, ja, ich will da keinem mehr reinquatschen, aber die Combo ist auf jeden Fall ganz gut. So, jetzt ganz schnell wieder weg vom Klaus. So, was ist denn hier los? Wo ist denn mein Mauszeiger? Ach, da ist er. So. Gehen wir mal vom Kawaii-Klaus weg und dann sind wir hier hinten bei der Fanatic Peggy. Und die Fanatic Peggy ist die da. Ist da. Und da haben wir Fanatic Peggy. Fanatic Peggy und das ist hier oh, mit dem Touchdown Dance. Und da kommt da hinten so ein Käse bei raus. Also ist Schrott. Also. Was können wir über die heutigen Kombos sagen? Wenn du den Highschool Bill, also wenn du Gems frei hast und den Bill und du spielst den Highschool Bill und dann macht das, dann kann man schon da mal Gems, wenn man möchte, kann man da schon Gems reinputtern. Das kann ich auch voll und ganz verstehen. Stehe ich auch voll und ganz dahinter. Wenn es einer macht, ist okay. Weil so oft, wenn wir das nicht machen, also letzten Endes wird wahrscheinlich jeder von uns wird auf 2 Kronen maximal gehen bei irgendeiner Combo, weil danach kostet es nämlich 10 Packs, ja, um auf 3 Kronen zu kommen. Und das ist dann schon ziemlich heftig. Also ich mache das wahrscheinlich nicht mehr. Also sprich, maximal würde man 1500 dafür ausgeben für gemaxte Builds. Und wenn man diese Highschool-Builds vielleicht sogar noch mehrfach im Deck hat, also diese Whales, ja, das haut dann schon brutal rein, ja. So, der Kawaii-Klaus halt für die Klaus-Spiele ist eine durchaus gute Combo. Ich finde, es lohnt sich nicht, meiner Meinung nach, jetzt da die Steine zu investieren, weil zu wenig dafür bei rumkommt bei den 10%. Aber wenn es einer machen möchte, sage ich, hau rein. Ja? Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Dann sitze ich nämlich hier und dann mache ich Danke für eure tollen Likes, danke. Ja, I am a like magnet. I am a comment magnet. I am a abo magnet. I am. Oh Gott, das ist so scheiße, ehrlich. Oh, Dschungelcamp ist momentan echt krank. Also. Heftig, heftig, heftig. So, also. Ja, wenn ihr es euch getan habt, dann lasst doch mal ein Abo da und schreibt, ja, und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Animations Roadrunner. Und mit mir mein Nein, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.